DFB-Pokal gerade mal gegeben, den haben wir auch nicht alle Tage, speziell Monaco. Ich meine, Sie sind ja jetzt an Doppelsiege so ein bisschen gewöhnt dieses Jahr, aber ist Monaco immer noch so speziell für Sie? Also auch keine Frage. Es gibt kein Rennen, was wichtiger ist als Monaco. Auch wenn natürlich dort im Qualifying schon viel entschieden wird, trotzdem ist es einfach von der Atmosphäre ein ganz, ganz besonderes Rennen. Und natürlich ganz toll für Nico, der hier zu Hause ist, hier zu gewinnen. Apropos Atmosphäre, zwischen den beiden, da knistert so ein bisschen. Sie als Racer, wie gefällt Ihnen das? Also das bisschen würde ich streichen. Es knistert heftig, aber es kann ja gar nicht anders sein. Weil im Moment ist der erste Gegner im eigenen Team zu finden. Und deswegen können die nicht Arm in Arm durch die Box gehen, das ist klar. Aber das ist gut. Ich meine, das ist die Spannung, die auch mich manchmal zum Wahnsinn treibt. Aber letztlich, das Rennen hier natürlich fantastisch macht. Wenn Sie dann mitkriegen, Lewis Hamilton, dann fordert er die Boxencrew plötzlich auf. Jetzt hört auf mich, macht das so. Ist man da geneigt? Mensch, jetzt möchte ich auch mal auf den Knopf drücken, mich da mal einschalten. Also ich kenne mich, deswegen bin ich froh, dass ich keinen Knopf in Reichweite habe. Sondern diejenigen, die es richtig verstehen, dabei bleiben. Aber natürlich, die Teams intern sind auch voll auf Wettbewerb gekämpft. Und das merkt man auch in der Box. Und es ist eine wirklich knisternde Atmosphäre. Und man hört auch Kommentare natürlich beim Mikrofon, die auch teilweise Publikum hören. Jetzt ist der Pitstop meine Chance für Lewis. Schiefgegangen, weil in der Safety-Car-Phase. Das ist irre. Wenn man die beiden miteinander vergleicht, ich meine, da wird es ja jetzt in den nächsten Rennen drauf hinauslaufen, Lewis oder Nico, wo sehen Sie die einzelnen Stärken des jeweiligen? Es mag sein, dass Lewis vielleicht eine Zehntel auf einer Lap schneller sein kann. Es mag sein, dass Nico etwas stabiler vielleicht ist. Insofern, ich glaube, das ist völlig offen. Und mein Wunsch wäre, dass es im vorletzten Rennen noch nicht entschieden ist, wir dann auch ein super spannendes letztes Rennen haben. Besser kann man euch aufhören, wir schließen uns Ihrem Wunsch an. Schönen Dank, dass wir den Pokal mal halten dürfen. Dankeschön, Dr. Zetscher, und ich gebe zurück zu Florian und Niki. Ja, dankeschön, Kai. Wir marschieren.